Dann hauen wir mal einen Timer rein. Mikey wollten wir machen, ne? Ja. Jo. Das ist so blöd, dass ich den Timer also dann nicht mehr sehe, wenn ich das Ding aufhab. Spits on you. What the fuck? Kommt gleich auf die Heal-Blacklist. Das ist so dumm, dieses Runterzählen ist in der Mitte und das Teil ist auch in der Mitte. Also jetzt musste ich irgendwie so ein bisschen abschätzen, weil ich spiele nie meinen eigenen Key eigentlich, tatsächlich. Aber, du musst ja auf jeden Fall mal an, also machst du das mit Exorcist, den Polo, oder mit was? Das ist ein, mit einem Addon. Also halt im Makro habe ich für einen Pull. Oder manchmal gehe ich auch oben auf den Blizzard-Dings drauf, das müssten ja alle sehen. Boah, jetzt springen wir aber. Ich habe kein Ziel. Keine Ahnung, ich kann halt echt die Fallen abräumen, ohne dass was passiert. Ich bin außer Reichweite. Wollt ihr den Dicken hier mit rein? Na. Okay, dann machen wir es vorsichtig. Ich kann die Falle mitnehmen. Okay, im Nachhinein hätte man den. Man könnte den Dicken rennen. Ja. Ich habe Inka nämlich laufen, also für mich wäre es kein Stress gewesen. Aber. Ich kann ja jetzt den. Achso, wir wollten den Rogue in Stealth gehen lassen, ne? Mal gucken. Du kannst die erste aus dem Raum auch gleich dazu pullen. Nicht den dicken, sondern den kleinen. Ja, ja, gut, den pull ich sowieso immer dazu. Den dicken brauchen wir nicht, wir können jetzt alles, aber achso, den Anima-Boy müssen wir noch spielen. Ja, ja, den müssen wir mitnehmen. Ich glaube nicht, weiß gar nicht, was der jetzt beim Boss macht. Mit den. Nee, der gibt Damage Power, der bleibt nicht stehen. Okay, ja, gut. Der macht Feuerschaden mit den. Dort Aura beim Boss. Ah, okay, also nicht der mit dem Vulkan. Oh, das ist der Vulkan-Loop, oder? Ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus, was die DDs kriegt. Ich weiß nur, ein so ein Trade, der knockt die Mobs immer hoch und dann werden auch immer Casts interrupted und so. Achso, den Hochnocker, der kommt vom Cleaver. Jetzt bin. Na, die Mobs sind da. Du kannst den pullen. Der pullt nicht. Der pullt nicht, okay. Ja. Nee, den kannst du immer aus Packs rauspullen. Der macht nichts. Kickt. Warte mal, ich kann noch ein bisschen reinconvoken. Ah, nein, warum musste ich hätte. Ich hasse diese Woche. Halbe Convoke nur durchgekriegt. Ich mach next. Ich kann den nächsten wieder. Mhm. Beim ersten Boss werden wir eh sehen, ob's passt oder nicht. Es muss der Rogue oder der Mage. Wenn sie schon. Oder stirbt. Ja, der stirbt vorher. Okay, also hier skippen wir dann so ein bisschen. Ja. Na ja, gut, da hätten wir überhaupt nicht mehr einen Stealth. Nö. Müssen wir also ein bisschen gucken. Jetzt mit diesem inspirierend, mal schauen, was wir da zusammenpullen können dann nachher. Ich brauche nur vom Boss Mana. Jo, alles klar. Das ist wieder ein Anzeigebug. Bei mir hast du 80%. Ach, wie
lange bin ich denn schon muted? Weiß ich nicht. Shit. Gut, ich habe manchmal Mana-Anzeige gebackt, ne? Dann ist der Heiler immer auf 100%. Obwohl das er dann ist halt. Auch immer. Da musst du dir nie Sorgen machen. Ich bin jetzt bei 60 in etwa. Nee, es passt, es wird richtig angezeigt. Lass ich dich sitzen und dann können wir ja gleich los. Kannst du pullen. Okay, jo, kommt. Ah, ich habe leider keinen. Ne. Ich hätte vielleicht doch mit Convoke pullen sollen. Schon ordentlich rein. Ich bin außer Reichweite. Hast du getauntet? Unabsichtlich, vielleicht. Puh. Zum Glück war ich schnell auf der Spottaste hier. Ja. Ein bisschen risky. Soll ich sammeln? Hast du gerade gesagt? Ja, nehm. Wer hat's? Ich hab's sicher. Ja. Eigentlich müssten es doch Mage und Rogue einmal auch loswerden können. Können sie. Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das ist zu weit entfernt. Hinten sind noch zwei. Ich bin außer Reichweite. Ich bräuchte ein bisschen was. Hütet euch. Das ist so ein ultimativ nervig. Das ist zu weit entfernt. Oh, hat echt 5 Jahre. Hab mich selbst. Sammle ein. Ich muss näher ran. Ich hau mal mein Geessen rein. Wir haben auch Pech mit diesen Rushes. Kriegst du mich hoch oder soll ich meine Inka ziehen? In der Bubble. Okay. Ich würde die lieber tatsächlich für einen Trash raushauen. Ich muss näher ran. Einer ist noch da. Hat das jetzt kein einziges Mal der Mage oder der Rogue gekriegt? Das ist doch saublöd, oder? Wir haben zwei Klassen, die es wegimmunitieren können und die kriegen es halt einfach nicht. Ich brauche ein Ziel. Eindeutig Shibo. Ja, definitiv. Die könnten wir doch eigentlich dazu pullen, oder? Die anderen? Der Curse ist tödlich. Nicht auf Tyrannic. Doch, wenn du nicht mehr zaubern kannst, ist es könnte es übel werden. Wer muss zaubern können? Also ich bin safe, ich hab Inka, ne? Also ihr müsst eigentlich nur gucken, dass ihr überlebt. Ja, auch nicht ich war nicht silenced vielleicht. Mhm. Bin ja nur ich schon, unter Mage. Warte mal, hab ich das nicht eben gesagt? Was? Ich hab's nicht gehört. Was du muted vielleicht? Leicht hätte ich auch schneller dispeln können. Können wir den Gargoyle und den Großen zusammenpullen? Ungern. Nee. Okay, dann. Aber die cleaven doch jetzt nicht mehr, oder? Der cleaved. Ich glaube, irgendwer hat mir erzählt, dass der nicht mehr cleaved, dass sie das geändert haben. Doch. Der cleaved noch? Don't trust this. Weil ich hab, das auch schon mal gefragt. Da meinten, ja, hättest du machen können, weil der cleaved ja nicht mehr. Da dachte ich, okay, habe ich nicht mitgekriegt, dass der nicht mehr cleaved. Wollt ihr euch mal da vorstellen und schauen, ob der cleaved? Nee.
Wie denn die? Also mir wurde das erzählt. Nö. Das Einzige, was ich weiß, was wo du nicht umdrehen musst, ist der erste Boss in Spires of the Ascension. Könnte sein, der Overhead klieft nicht. Das ist aber, der hat nie geklieft. Ja, wie gesagt, nur der klieft nicht. Aber das haben halt auch immer viele gedacht. Welcher Mob in Spires? Der erste Boss. Jein, also er hat so keinen Cleave, aber der Breath, Overhead, den er macht. Nein. Seid ihr euch sicher? Also, ja, die Tank-Mechanik cleaved nicht. Aber ja, ich hab da, glaube ich, schon DDs dran sterben sehen. Nein. Nein, die DDs sterben, wenn sie durch den Strahl laufen. Richtig. Oder in die Orbs rollen. Hundertprozentig. Okay. Also ich hätte schwören können, dass mir da Leute abgenippelt sind, deswegen habe ich dann aufgehört, den da ranzuziehen. Unmöglich. Okay. Gut, dann werden wir das wieder machen in Zukunft. Wir reden vom. Der Vogel, der schießt Orbs nach vorne. Ja, nee, genau. Das ist klar. Aber ja. Der Engel, den sein Stab, der Tank Smash, den man dodgen kann, der cleaved nicht. Genau. Also ihr wartet quasi, bis die relativ low sind und dann zieht ihr. Die nächsten. Achso, die zieht er gar nicht rein. Die nicht, nein. Okay. Soll ich die extra so ein bisschen hin? Die nächsten pulst du, linest du, kurz bevor sie sterben, Team ist im Leben. Oh, du musst dir unbedingt deinen D-Curse binden. Was? Nicht ich du! Ich hab schon D-Curse, aber ich bin ein bisschen slow mit dem D-Curse. Ich muss das immer ich hab da so ein Add-on für. Aber ich hab's, glaube ich, bei 2 Sekunden D-Curse, das ist halt jetzt auch nicht mehr so viel gebracht. Kannst du aber schon chainern. Wollen wir den Rogue nicht ins Self gehen lassen? Gehen. Oh, jetzt muss er das noch machen. Ich hab ganz schon vergessen, wie nervig. Oh, das war blöd, warum hat der aufgemacht? Ich kann auch die anderen gleich reinziehen. Ah, Pulsi, hol die anderen. Okay. Die kommen alle mit, oder? Ich hab die noch nie geedit. Alle, ja. Oh, jetzt musst du LOS gehen, schnell. Ja, ich gehe, LOS. Das ist jetzt blöd. Sagen wir die Ketten. Ja. Ich muss jetzt leider. Mann, ich kick den einen noch. Ich bleibe jetzt einfach mit Ketten dran. Ich habe Inka laufen, das dürfte gehen. Ja. Ich fange jetzt an zu bursten. Eigentlich ist das so broken, ne? Solange ich Inka laufen habe, ein paar Mobs, ist eigentlich fast unsterblich. Fast ist untertrieben. Das ist einfach so OP und jeder andere Tank schaut durch die Finger. Da drin steht noch ein Mob. Ja, ist scheißegal. Wir können rein, oder? Rein. Ja. Wir haben trotzdem einen Mob vergessen. Reicht es dann? Ja, sicher. Okay. Zieh die mal hier ganz in die Ecke. Dann das reicht nicht. Gut, der hat genau 100. So. Dann müssen wir den jetzt gleich noch holen. Soll ich den jetzt holen? Ja, ich hol den. Ja. Das sind 2. 3 noch. So, komm mal. Sind die doch nicht alle mitgekommen? Na, das ist natürlich ätzend. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ach, ja, deswegen haben wir auch nur 8 Stück. Ja, und außerdem habe ich jetzt noch so irgendwo so eine Fledermaus da aus der Decke rausgehauen. Ich hoffe, die macht jetzt nicht irgendwas Böses. Na, ja, die tut nichts. Die ist harmlos. Die kann man am Ende mal machen, wenn man mal ein Prozent vergessen hat. Die gibt nämlich 1,5%. Ich hab halt einfach einen Mob von der Gruppe da angetaggt und anscheinend sind nicht alle mitgekommen. Die hängen leider nicht alle zusammen. Ja. Ich pull dir den raus oder schießt dir den selber raus. Du kannst den rausspotten, ist im safesten. Target den und spot ihn. Achso, du wolltet erst den großen spielen, okay. Ja. Okay, passt. Also das wusste ich auch nicht, dass der gar nichts adden kann, ne? Das ist gut zu wissen. Lernt man auch was? Ja, du, das ist. Oh, scheiße, jetzt hab ich gepennt. Egal, ich bin draußen. Ist ja nicht schlecht, jeder M Plus nehme ich ein bisschen was mit. Nee, du. Ich bin auch kein 20er Profi, absolut nicht. Ich auch nicht. Dem Sieger die Anima.
Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Holy, okay. Der Frontal tut weh, ja. Kann man den dodgen? Ja. Okay. Muss man als Nicht-Tank eigentlich. Ich meine, das Tank ist wurscht. Jeder andere ist One-Shot. Ja gut, dann müsste ich mal gucken. Kannst du nicht bestimmen. Der dreht sich zu uns. Kannst du nichts gegen tun. Da müssen wir einfach aufpassen. Tatsächlich ein Mob, wo du nichts gegen tun kannst. Guckst du, dass du die Shackles kickst? Keine Dispel-Not. Die tickt trotzdem weiter. Nein. Wetten? Wetten? Um was? Weiß ich nicht. Gut. Weil Freedom und sie geht weiter. Nein, auch Freedom Dispel. Nein, der Dot bleibt drauf. Du kannst garantiert. Dich nur bewegen. Du kannst dich nur bewegen. Der Dot ist auch weg. Nein, ist er nicht. Lass ihn mal durch, lass durchkommen. Ja, lass mal durchkommen. Außer Freedom nimmt's mich weg. Also ich hätte auf jeden Fall Inca ready, sollen wir... Der Block macht's weg, guck mal. Sollen wir auch zwei Freedom Gruppen macht's weg mitnehmen? Und Tiger's Last macht's weg. Beide. Wir gehen jetzt links rum. Links rum, ganz normal. Ja, kannst du nochmal. Spielen nach dem Boss mehr. Also wollt ihr jetzt einzeln die Packs machen? Ja, ja. Okay. Weil hier kommt die Pat dann auch noch, ne? Du kannst die... Wenn das kein Gargoyle ist... Können wir die beiden ins Wessel pullen eigentlich? Werden. Ja gut, die Putt werden wir jetzt eh hätten, oder? Wir gehen. Ich muss näher ran. Wenn der Researcher stirbt, können wir das machen. Ja. Ja, der Researcher ist so gut wie tot. Alles gut. Ja, ja. Ich zieh jetzt einfach Inka rein, dann haben wir zumindest ein paar Mobs. So, jetzt geh ins Wessel. Ja, geh mal. Achso, ihr wolltet ihr die in die Wessel ziehen? Ja. Ja gut, der Gargoyle ist da. Wurscht. Das ist nicht schlimm. Müssen wir sie auch aufmachen jetzt. Okay, also das Frostding ist ein bisschen... Der will sie nicht aufmachen, oder? Doch, der Lork ist am Kurbeln. Aber der könnt ihr den Caster da noch irgendwie interrupten, dass der rankommt? Ne, der schmeißt Dinger. Ah, gut. Na gut, also da haben wir zumindest vier Mobs da drin. Können die Vorderen dann auch noch zurückziehen? Vielleicht geht sich's aus. Ja. Ja, move die einfach. Ich pull die. Ich pull die ran. Muss halt ein bisschen zurücklaufen. Dass sie herkommen wollen. Ja, ist da. Ich muss näher ran. Ach, jetzt kommt halt. Ach komm, ich hab Typhoon dabei. Jetzt hier rein da mit dir. Den einen müssen wir vielleicht noch interrupten, der da hinten. Ja. Ich glaube, das Rest reicht den immer. Ah, doch. Ah, doch. Easy. Wo ich die Hook gesteckt. So, ein Pack noch und wir haben für den Boss auch noch was. Passt. Der Gargoyle da hinten, der kommt nicht mehr, oder? Der kommt ja. Nicht mehr. Es kommt immer noch einer. Ist das immer der gleiche oder ist das random? Das ist random. Ja, okay, weil ich dachte mir schon, irgendwie hatte ich mal den einen, mal den anderen. So, auf jedem Halbkreis immer nur einer und der ist random. Okay. Vor dem Bosspool muss ich nur kurz hinsetzen. Jo, alles klar, den Rogue wollen wir auch wieder in Stealth gehen lassen. Sag dann, wenn... Ja, kannst, ich sehe schon. Okay, ich pull ihn ein bisschen zurück. Ich kann diesen Gegenstand. Ihr werdet gestehen. So oder so. Ja, das ist hier schon ein bisschen ätzend, ne? Wenn wir alle so eng stacken. Oh, der ist ein Rogue.
werdet gestehen. So oder so. Ich kann dich disciplinen. Ich muss näher ran. Das ist ihr werdet gestehen. So oder so. Tut ah, das gibt's ja nicht. Hast du geretzt? Okay, passt. Ich bin außer Reichweite. Ihr werdet gestehen. So oder so. Ist noch nicht. Ich hab nix. Gut. Heil dich selbst. Ja, ja. Kannst du mich dispellen? Nein. Nicht du. Gehen mal ein bisschen weiter weg, dann haben wir einen Ticken mehr Platz gleich. Aber dann nicht schon wieder! Ich hab diesen Scheiß einfach viermal bekommen. Keine CDs mehr, keine Putz. Achso, jetzt brauchen wir ja noch Mobs, ne? Ja, du machst jetzt genau die Tür auf und wenn die Putt ist... Die hier, die drei hier, die drei hier. Okay. Und drüben zwei und eine Putt. Ah, jetzt hab ich natürlich gar... Ich hab meine Inke beim Boss gezogen. Alles gut, alles gut. Die ziehen wir zusammen, oder? Ja, kannst. Die sind alle harmlos. Ja, wenn du vor denen wegläufst, passiert gar nichts. Okay, also dann hier die Tür noch aufmachen? Ja. Ja. Und dann die Part, wenn's... Part okay. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube schon, oder? Wir haben den, wir haben halt den einen Gargoyle, aber ich glaube, das dürfte das nicht ausmachen. Na, der Gargoyle haben wir immer. Wir brauchen die Part. Echt, der Gargoyle kam da nur runter, weil ich da, glaube ich, reinerät habe. Ah, die Fledermaus, meinst du? Oder die Fledermaus, ja, keine Ahnung. Weiß gar nicht, ob das reichen wird. Weiß gar nicht, also der dürfte ja nicht viel Prozent, also nicht so viel Prozent wie in der Gruppe. Ja gut, die Putz, die ist halt irgendwie jetzt nicht da. Sollen wir dann die einen Putz Typen... Kommt zurück, ja, die ja. Kommt gerade zurück, die kommt gerade zurück. Sollen wir warten, oder? Kannst mal gucken, ob das hier vorne ein Gargoyle ist. Ja. Ja, das ist ja, das sollte jetzt reichen. Das ja, reicht. Mit Gargoyle und die Fledermaus. Ich bin außer Reichweite. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir halt nach dem Boss auf Fledermaus spielen. Wir können hinten noch eine Fledermaus spielen. Ja, ja. Die Fledermaus gibt 1,5%. Die kommen halt sau random. Der Gargoyle bringt 1,9. Hm. Ja, und die Fledermaus gibt dann hier. Wir haben eine Fledermaus, Gargoyle sind 3%, das ist ungefähr das, was die Gruppe gibt. Pass auf, dass sie dreht, ja. Okay, die kommt nicht. Die Gruppe, gibt 3,3, also sollte auf jeden Fall reichen. Ja, wenn wir hinten eine Fledermaus nehmen, sind wir absolut fein. Ja, wir brauchen keinen Unterschied mal einen. Ja, werden wir sehen. Aber ich sag nur, wir sind dann absolut fein. Sollen wir den Großen reinziehen, der jetzt hier den Ding hat? Müsste gehen, oder? Nein. Mach, ja, doch, das geht. Hier, das kannst du spielen. Das kannst du spielen. Ich dachte, du meinst den Anima-Typen. Den Anima habe ich auch schon mal reingezogen. Aber nicht den Quaking. Oh, achso, ja. Das ist nicht so ganz so cool, so, wenn nämlich hier der Curse durchkommt und dann Quaking und nein. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Da kommt nämlich der Curse. Einen kann ich kicken. Warte mal, den anderen. Ich habe ihn runtergenommen. Mhm. Jetzt bin ich mal ein bisschen schneller im Decursing. Ich muss näher rein. Dann machen wir es halt hier slow. Sonst rennt gerade nichts weg, wir sind super in der Zeit. Ich weiß nicht, ich fand in der ersten Season die Instanz so ätzend, aber mittlerweile ist die eigentlich relativ. Ja, die haben wirklich jeden Boss in den Boden knöpft. Ja. Du recht. Ja, stimmt, sorry. Weil die Bosse hier drin waren echt schon brutal. Wirklich. Oh, wir haben ein gutes Timing, glaube ich. Muss ich mir überlegen, ob ich in den Boss hier oder in den großen Boss die Convoke reinhau. Ach komm, ich hau die Convoke in den rein. Also das ist einer der schlimmsten Bosse. Alles, was du hast, hau raus. Ja, aber da krieg ich's nicht durch, weil ich da defensiv gehen muss.
Vielleicht am Ende bringe ich es dann nochmal eine rein, wenn ich laufen kann. Nein, ich habe doch schon meinen Sinker. Also, was defensiv hast, solltest du verwenden. Ja. Die Spikes, nee, Shredden, selbst und Shredden. Inka habe ich leider noch Cooldown. Schauen wir einfach mal. Ich habe eine Wall. Off first, sagt er. Der Mage. Was heißt das? Dass weiß du nicht. Mehr Orbs sammeln kannst. Also okay, dann auf geht's. Fangt am Anfang an mit Block, oder was? Wie ja. Es wagen, meine Forschung zu stören? Hat er zumindest geschrieben. Deine Interpretation bringt... Ach Gott. Deine ja. Interpretation von seinem Geschriebenen. Ja, nehme ich von an, dass er dann Block rein. Also bei mir müssten zwei Orbs eigentlich reichen. Ja, er blockt. Ja. Aber ich denke mal, da sind ja drei, so viele über, da hätte ich ja noch x Dinger mitnehmen können. Ich bin außer Reichweite. Ja, Doppel-Active Mitigation, Baumrinde und dann eine Heilung. Hat er mich schon gut runtergedrückt. Der fickt. Na gut, ich habe noch zwei Walls. Hinten sind auch noch ein paar Orbs. Beim Boss liegt auch noch eine. Hütet euch. Komm, ich ziehe jetzt mal Inka bei dem. Kann ich schon mal ein bisschen mein Schild stacken. Ja, nee, das geht ja 30 Sekunden. Kann ich schon mal ein bisschen mein Schild stacken. Außerdem kann ich dann... Krieg ich mehr Wut, ne? Da kann ich aktiv Mitigation stacken, da ist easy. Brauche ich dann auch keine Baumrinde. Ah, ich habe immer noch beide Walls, das sollte kein Stress sein. Das Ding ist jetzt auch wieder Ready Bug Skin. Wenn ich jetzt keinen Scheiß baue, gar kein Stress sein. Sind zu dir. Hütet euch. Was für ein Plagegeist. Ich glaube, da müssen die Keys noch höher sein, dass dich das wirklich aus dem Leben schießt. Bist du wieder? Jeden anderen Tank hat das sowas von uns schon. Ist fast schon gemein. Nee, also ich hab jetzt immer noch beide Walls, also musst du wirklich gar nichts ziehen. Ich kann dich retten. Ich mach schon. Also ich hab schon rausgehauen, ich hab volle Wut. Dachte ich mal, wenn das schon mal der Fall ist. Na komm, jetzt zieh ich mal zur Sicherheit eine Wall. 30%. Lächerlich. Ich wollte nur informieren, Ascander, ich habe jetzt nichts mehr. Alles cool. Muss man halt töten. Ich kann One-Shots nicht weghören, ich kann euch toppen, ich habe alles. Ja. Na komm, hier. 80k. Scheiße. Ja. Ja, der Mage ist halt beides mal One-Shot gewesen. Warum haben die nicht mehr Orbs eingesetzt? Da waren ja noch ein Haufen. Keine Ahnung. 100k hat der Mage gerade gefressen. Und beim ersten Mal 60k. Jetzt habe ich leider weder Inka noch Ding ready. Ich hoffe, ich krieg alle Mobs. Wieder mal ein bisschen aus den Fallen rauszukriegen. Na, das wird jetzt ein bisschen böse. Silence. Versuch Silence. Gleich mal runterzunehmen. Wäre es besser gewesen, wenn wir den einen CC hätten? Nein. Aber es geht, die ne? Macht ja nix. Und die skippen wir jetzt. Die jo. Machen wir mit Shroud weg. Shroud. Den blutigen Tiefen kann niemand entkommen. Auch ihr nicht. Was? Was? Hat er Cooldown oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er. What? Work. Oh! Fuck it. Holt uns das raus? Ja. Soll ich ja sterben lassen oder spielen wir sie?
Ja, jetzt sterben wir, oder? Keine Ahnung, ja, sag was. Wow. Bin ich in Bären gegangen? Nee, ich lasse euch sterben, ich bin noch... Quake, ja. Du kannst mich retzen, ich kann retzen. Retz mich bitte. Ja, ich bin im Combat. Der macht Battle Rest. Nein, ist das Event getriggert? Ja. Ist es. Fuck, bin ich zu weit gelaufen? Ich wollte von den Mobs weg. Ja, mach einen Battle Rest. Ja, ja. Hast das du noch einen Rest? Ja. Ah, du kannst spotten, oder? Ich hab... Wir haben uns keinen Bär. Ja, es müssen wir jetzt machen, das hilft leider nichts. Ja, musst rein. Sonst kommen mal unendlich viele Hunde. Ja, ja. Okay, auf geht's. Das war jetzt halt... Ja, der Rogue hat tatsächlich sinnig geguckt gehabt. Ich hätte es auch nicht gecheckt, dass uns das halt rausholt, ne? Jo. War jetzt halt saudumm. Ich könnte schon mal weiter... Obwohl, naja, nein. Weg. Wir müssen den Boss... Kommen sie ran? Schild. Ja, wenn du es zu früh ziehst, wenn du es am Anfang des Casts ziehst, ist es nämlich zu schnell weg. Ich hab trotzdem gerade ein bisschen Panik gehabt. Ich schaue, dass ich es Minimum zur Hälfte casten lasse, wenn nicht sogar eher drei Viertel. Ja, ihn ins Wessel. Er macht auf. Hab ich die, warte, ich... Pull die mal noch. Ich habe zwar jetzt keine Inka, aber ich kann convoken. Das müsste auch gehen. Ich glaube, der Rogue lebt gefährlich. Er ist down. Der muss laufen. Der Einzige, der laufen kann, tatsächlich. Ja. Na, ich könnte botten. Ja, das ist halt immer die Gefahr bei Skips, ne? Mhm. So, also mal 10 Stacks, das kann eigentlich nichts passieren. Ist halt blöd, dass der Rogue da jetzt komplett weg ist. Ist nicht so schlimm. Wir haben wieder direkt den Downs. Richtig, wir haben 2 DDs mit 10 Stacks, da wird das alles gelöscht. Ach. Ach, bloß kann er mehr sterben, sonst ist halt RIP. Das Pack mal aufgelöst, ja? Ja. Glaube ich, nicht mal mehr durch. Ne? Okay, boah, ich wollte jetzt gerade schon ziehen. Ganz schön, wir haben noch 6. Achso, ja, ich wollte jetzt wegen dem Rogue wieder. Ja, wir müssen die Stacks nutzen. Das ist wichtiger als der Rogue. Oh. Der Rogue ist doch da. Ja, er wollte ihn resetten lassen. Achso. Ja, ja. Ist ja am Anfang, dass wir schauen, dass wir den Rogue immer wieder in Stealth gehen ja, lassen. Ja, ist klar, aber solange wir Stacks haben und die runterticken, müssen wir die Stacks raus. Das ist wichtiger als der Rogue. Ich lauf schon mal weiter, hab noch ein bisschen Inka ready. Wegen den Fallen aufpassen. Oh Mann. Ach komm, ist der jetzt in eine Falle reingelaufen oder hat er den gekillt? Ja, also. Also so ein krasser Movement-Typ ist der ja nicht, ne? Kannst du ihn retzen, dann setze ich mich hin, Mana? Ja, sobald der down ist, habe ich einen Retz raus.
habe hier teilweise schon angefangen, wenn ich hier Inka habe, dass ich dass ich die Fallen wegräume als Tank, nur dass die kein Melee frisst. Ich muss aber sagen, das ist auch als Melee teilweise schwer. Die spawnen unter dir. Das wird bis noch knapp am Ende jetzt, ne? Ja. Okay, auf geht's. Wir haben zwar HD, aber das ist ein harter Boss. Ich hab jetzt leider gar nichts mehr ready. Es wird abkommen. Ja, ja, das wird, wenn wir nochmal ziehen können. Also ich ziehe das Schild vorne beim Boss, ne, ist klar. Ja. Aber eigentlich, wenn keiner stirbt, sollten wir es doch relativ easy jo, in... wenn keiner stirbt. Ja, wir haben keinen Retz, ne? Ja, das ist tatsächlich ein harter... Auslaufen? Ja, ja. Fun Fact, das Quaking tut in der Kuppel nicht weh. Tötet uns nicht. Oh, das war close. Kannst du mir bitte den Gefallen tun und das nicht so close machen? Ich versuch's. Okay. Ich versuch's halt immer so zu machen, dass es auf jeden Fall passt, ne, noch. Ich glaube, er meint mein Life. Ach so. Oh, kann ich in Eule gehen und convoken? Ich bin mir nicht so sicher. Soll ich's lieber lassen? Lieber lassen, Gott. Okay. Das ist wirklich ein On-The-Edge-Heal-Kampf. Ja, du. Komm, dann convoke ich jetzt den Bären und mach halt einfach Scheiß-Damage damit. Ist halt ein bisschen. Ich werde euch zu Fall bringen. Hütet euch. Muss ich sagen, ich habe echt immer ein bisschen Schiss, wenn ich an ihn rancharge, weil der so ganz an der Ecke steht. Nicht, dass ich da runterfall, ne? Wann haben wir denn den nächsten BR? 3 Minuten. 2 Minuten. Wir dem Healer nicht vertrauen. Gut, kann ja auch irgendwo drin stehen bleiben, ne? Vielleicht vertraut er sich auch selber nicht. Hütet euch. Gut. Wollte es nicht früher ziehen, nicht dass es dann ausläuft, wenn wir von der Plattform fliegen. Ich hab das ganz am Anfang nämlich immer so vor Instant gezogen und dann ist ausgelaufen und dann hier goodbye. Dann ist dann ziemlich schnell RIP. 50 waren es, ne, dass du den hauen musst. Ja. Sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Beschwör's nicht. Ah, ich hab noch Doppelwall jetzt, also. Ihr habt's ein Mist, wie wir morgen kann nichts wissen. Hättest du uns zum Beispiel jetzt von der Plattform jeten können. Ja, das wäre noch gut gewesen. Das perfekt. Ich glaube, wir haben nicht genug Trash. Wir haben nicht. Genau, wir brauchen eine Dings. Spaß, wir brauchen eine Fledermaus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er gleich vorbeifliegt. Da ist eine. Oh Gott. Kommst du da schnell ran? Nein. Achso, die müssen wir jetzt catchen, oder was? Nein, ja, okay. Wir müssen nicht. Müssen wir vorne was bursten? Kommst du da schnell heran? Ich komm nicht ran. Ja, unser Druide. Nee, ich. Die ist weg. Ist die dann weg oder was? Nee, die kommt gleich hinten wieder angeflogen, aber. Bringt die genug Prozente? Ja. Es fehlt ja nichts. Nur es fehlt ein halbes Prozent. Geh aber rein, setz einen Totenkopfmarker und Vollburst. Wir hatten am wenigsten Leben. Da ganz rechts, der Overseer. Ich bin halt nicht da, ne? Das ist halt maximal dumm jetzt. Lauf, kleines Mädchen. Da wird's einfach stehen, scheiß drauf. Ein oh
Holy moly. Easy. Ja, aber... 39 Sekunden hatten wir jetzt noch. Ich hab's jetzt auch nicht gecheckt, ne? Ich dachte, wir haben's. Ja gut, hat das doch nicht gereicht. So close, ja, das stimmt wohl. Schauen wir ja, mal. Ja, ich weiß, welchen Mob wir vergessen haben. Alles gut. Wir haben vergessen, einen Käfig aufzumachen. Was habe ich denn für ein Loot-Spec drin, Wildheit? Droppt hier nicht auch irgendein Death-Trinket? Ich brauche eigentlich noch ein Death-Trinket für Sylvanas Progress. Mhm. Aber das ist kacke, ne? Körperliche Schaden, das kannst du knicken. Droppt nur Trash, ja. Ich spiele jetzt mit einem 223er Trinket bei Sylvanas richtig gut. Schauen wir mal. Trinkets sind nicht ganz so wild. Geil, du hast Schultern bekommen. Ja, aber die sind halt mit den falschen Sets. Ich brauche halt Versa. Ein Pet. Der Kollege hat eine Versa-Brust gekriegt. Brauchst du halt auch nicht. Ja, du... Du kannst aber jetzt den Key rerollen, wenn du magst. Wenn ja, du getimt hast. Reingeschmissen. Ach so, oh Gott. Ich habe ja den reingeschmissen. Jetzt was habe ich denn gekriegt? Das müsste irgendein 21er haben. Ich kann Mana rerollen. Ich habe Spitze des Aufstiegs. Ah, wunderbar. Wunderbar. Leute, für den Run, fürs Video war es das jetzt. Oh, ich habe auch auf Spires Reward. Bis zum nächsten Mal. Ciao.